Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Und Flugblatt? This might be the one time these people are right. Das Ende ist nah! Ignorieren Sie immer noch seine Wahrnehmung? Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall! Acadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. What? Okay, Jesaja. Nö. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seinen Wagen wie ein Wetter, das er vergelte im Grimm seines Zorns und sein Schelten in Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten. Retten Sie Ihre Seele und tun Sie Buße. Okay. Treten Sie diesen Monat der Kirche der Offenbarung bei und retten Sie sich gratis vor der Hölle. Eher nicht so. Das sieht halt echt nice aus, das Bild. So, ich meine das hier und das hier auch, aber das hier hat irgendwie vom Klamottenstil auch mega Style, finde ich. So, das sieht mega cool aus. Officer Korn, just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Einfach gleich entfernen. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Ja. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Nein, ich erschrecke ihn nicht. Who drinks beer this early around here? Hm. Haben wir draußen irgendwas Cooles zu tun? Oh, dead bird. Nein. Poor thing. Können sich irgendwie retten oder so? Noch einer! I wonder how these birds died. What? What? Three dead birds lined up? That's fucking ominous. Okay. Warum sind da so viele tote Vögel? Hä? I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. Wollte ich auch immer. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Das mit den Vögeln ist trotzdem ziemlich komisch. Ha. Haben wir hier noch was? Nö, dann gucken wir uns erstmal die Zeitung an. Oh man, I don't want to be famous for this. The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis steht uns die Apokalypse bevor. Superheldin bewahrt Blackwells Schülerin vor dem Selbstmord. Alles klar. Steht auch, glaube ich, öfter jetzt in der Zeitung. Chloe still eats the same cereal. So do I. I love that they still have the same refrigerator. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bacon? Totally. We'd wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients.
I need you to grab me the actual eggs and the bacon. I can handle eggs and bacon. Schaffen wir. I should evolve and become a vegan, but... bacon. Aber... Bacon. Ja, ich kenne das Gefühl. Ah ja, da. The eggs always come first, as Joyce used to say. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We're on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. I hate to even think this, much less say it out loud, but... I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Maybe. Rachel was so much cooler than me. You think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. And that makes me, what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant here. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Oh, verdammt. Bring those eggs and bacon to my belly. Bring those eggs and bacon to my belly. I'm glad that's creamy and not crunchy. I guess nobody waters the plant here. Jetzt? Seeing so. You again? Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. This was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you.
Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Geez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me. I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Just listen to yourself. Nobody else does. Alles klar. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Okay. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Alles klar. Maybe I could try stepdad for the password. Ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Was? Achso. Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen dein Stiefvater. Nothing to see here. Also bisher nur Stiefdödel. Stiefvater. Jetzt habe ich auch schon Stiefdödel im Kopf. Nothing in it. Alles klar, vielleicht da? Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Es könnte natürlich funktionieren. There's no way Chloe can put that gun back now. Maybe this ID number might work. 45000552212. Alles klar. Wir haben drei Sachen jetzt schon. I could try the license number for the password. Was ist denn die Lizenznummer? Achso, 63567. Oder eine Kombination aus allem. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Nach Hause zurückkehren, ein Leitfaden für Veteranen. Ui. Obviously David's parents care about him. That date might be a good password. 072007, alles klar. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Frisch verheiratet. Oh. That's cute. Could be a password here. Helden. 607 Aufklärungseinheit, alles klar. Even David Madsen might be an angel to somebody else. An meinen Engel im Kampf, halt die Flügel steif. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Joyce might as well have wrote, "Let's get married." Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. That might be a useful password. Two Whales Diner, Rechnung. Eier und Würstchen, Toast, Kaffee. Und halt das Datum so. David has been dragging his head around since 2001. So viele Passwörter. Try again. Score! Max the Hacker strikes again. Whoa, spoiler alert.
Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen... Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay-Polizei. Fall Nummer 678. Berichtender Beamter Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Okay. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohungen und Verleugnung reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgungen für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Ja, klar. Liegt an Drogen, klar. Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen? Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche. Drogen? Alles klar. Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Profil von Max. Pseudonyme im Internet. Mad Max, Max Factor, Noir Angel, alles klar. Maxine Kaufmann, Stundenplan, Oktoberwoche, bla bla bla. Okay. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And mad. So mehr nicht, ne? Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up. Let's browse this bad boy and get some answers. Kannst du das wieder ausschalten, bitte? Hat dann nicht. Taylor. Hey Max, wollte nur sagen, dass du dich für mich wie... Was? Dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Wir alle haben gesehen, wie sehr du dich für Kate eingesetzt hast, als es sonst niemand tat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gerne aufstylen, wenn du willst. Wenn ich gehen sollte. Wäre eine Überarbeitung à la Taylor klasse. Bis bald. Okay. Warte. Oh, wie viel zu lesen. Ah, das schaffen wir in dem Part noch. Ich roch, als sei ich in Chlor gefallen, aber es war toll, nach 5 Jahren wieder in Chloes Zimmer zu pennen und neben ihr aufzuwachen, wie bei Übernachtungen damals. Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichten, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verzieren, aber wir bekamen Muffensausen und rannten lachend nach Hause. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu und Chloe lächelte mich an, als wären wir der geheimste Club der Welt oder wenigstens Arcadia Base. Wir waren verdammt nochmal Piraten. Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich genauso. Nur sind die Risiken viel größer und alles viel gefährlicher. Ich trug Rachel Ambers Sachen und weil meine Müffelten ein Band-T-Shirt und kaputte Jeans. Sogar nicht ich. Aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden, also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment, Chloe forderte mich heraus, sie zu küssen. Also tat ich es, sie dachte wohl, ich kneife. Warum? War ja keine große Sache. Eben! Es war knuffig, wie peinlich es ihr hinterher war, und sie meinte, sie sagt es Warren. Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will. Als ich zum Frühstück runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel, was so falsch wirkt, wenn man weiß, wie hübsch sie ist und wie langweilig ich bin. Das neue Outfit muss magisch sein. Ich half Joyce beim Frühstück machen wie früher nach Übernachtungen. Komisch, wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Ich muss bei Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte
das alte Fotoalbum hervor. Ich bin eine von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen. Wie lautete das Hitchcock-Zitat zu Filmen als Fragmente der Zeit? Wie Jefferson sagte, trifft dies auch auf Fotos zu. Ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen. Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte, wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es ein Foto von Rachel in den Sachen gab, die ich trug. Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe. Dieses herzzerreißende Bild war das letzte Foto, das William je schoss. Chloe und ich in der Küche. Joyce vermisst dieses fröhliche Mädchen wirklich. Ich weiß, es gibt sie noch. Als Chloe mich heute Morgen anlächelte, sah ich sie. Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und als Erwachsene verloren. Was auch immer erwachsen bedeutet. Das war Chloes Stichwort, reinzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten. Das gab mir eine grausame Deckung, um in die Garage zu schleichen und David Madsons Geheimakten zu ergattern. Alles klar, gut Leute, ich glaube, ich beende jetzt hier den Part. Das hat er gerade eben gespeichert, deswegen. Gut, wir sehen uns bei das... Nein, wartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. So, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.